Spanier mit dem Druck um. Lamm aus. Ordentlicher Start Scheider, von Molina. Scheider kommt gut weg. Tomczyk auch gut weggekommen. Raketenstart von Timo Scheider. Molina spielt auf der Bremse. Spengler 2, Scheider 3. Dahinter wird's eng. Molina hat die Ecke nicht gekriegt. Und dreht jetzt Scheider nach oben, berührt ihn. Ah. Führung ist hin und dann auch noch Scheider umgedreht. Coulter dreht sich auch. Und Bruno Spengler ist der Gewinner dieses Audi-Kuddelmuddels in Kurve 1. Molina noch auf 3, dahinter Schumacher, Engel, Green und innen. Noch ein Dreher, Engel weg. Und Martin Tomczyk, der arbeitet sich auch nach vorne. Enges Duell jetzt da im gelben Auto. Ja, Tomczyk schon auf 5. Da hat er jetzt nochmal zurückgesteckt, ja. Versucht es jetzt innen und jetzt hat er ihn, Martin Tomczyk. Vorbei an Jamie Green. Phase hier, Molina zu weit. Scheider auf der Außenlinie und wird ganz leicht nur getroffen, aber das reicht schon. Verliert dann auch noch einen Flick da außen. Um einen Dreher zu bekommen. Hier nochmal ist der Inboard von Spengler. Da verliert Molina das Auto beim Reinfahren quer. Und ich glaube, Spengler kriegt dann noch einen Schieber von hinten von Scheider erstmal. Und da steht dann Scheider und super Reaktion von Schumacher. Das ist Kurve 3 hier, da ist Engel ganz außen. Wird getroffen von Green, der natürlich da im Kampf mit Jarvis ist und da nicht mehr ausweichen kann. Und das ist nochmal Scheider, der sich wieder dreht und Peffert dreht sich auch. Also turbulent diese erste Runde. Bei. Und schnellste Runde von Ekström.